Als allererstes gehen wir jetzt mal rüber zum lieben Tom Mary, würde ich sagen. Let's go, der Hase. Ein Tag gefesselt plus Entfesselungstrick Selbstexperiment. Das mache ich auch ab und zu, Sabine, aber nicht nur einen Tag. Jetzt läufst du nach Hause. Gerade von der letzten Person verabschiedet, genießt du die kühle Nachtluft. War das ein Schuss? Was ist das nochmal für eine Musik am Anfang? Die Musik kommt mir mega bekannt vor. Nachts läufst du nach Hause. Gerade von der letzten Person verabschiedet, genießt du die kühle Nachtluft. War das ein Schuss? Ist einfach so eine Anlehnung an Stranger Things, oder? Ist so ein bisschen Stranger Things, ne? Oder sehr, sehr ähnlich wie Stranger Things, ne? Oder nur eine Tür? Die Dunkelheit kommt dir immer mächtiger vor. Plötzlich gibt es überall Ecken, wo sich jemand... Aber nee, das hier jetzt nicht mehr. Aber ich habe das in anderen YouTube-Videos auch schon mal gehört, diese Musik. Egal, ich lasse mich jetzt nicht von Musik ablenken. Wir hören jetzt zu Mary zu. Nachts läufst du nach Hause. Gerade von der letzten Person verabschiedet, genießt du die kühle Nachtluft. War das ein Schuss? Oder nur eine Tür? Die Dunkelheit kommt dir immer mächtiger vor. Plötzlich gibt es überall Ecken, wo sich jemand verstecken könnte. Läuft schon die ganze Zeit jemand hinter dir her? Und was, wenn du dich umdrehst? Schlägt er dich bewusstlos und entführt dich? Ich glaube, jeder von euch hat sowas ähnliches. Oh mein Gott. Ich hatte das früher als Kind oft, ich musste immer so durch den Waldstück laufen und mir wurde immer erzählt, da sind Wildschweine. Und da hatte ich übelst Angst, dass da so ein Wildschwein rausspringt nachts. Aber ist nichts passiert? Also, ich habe schon mal Wildschwein da gesehen tatsächlich, aber mir ist nie was passiert. Ähnliches schon mal erlebt und kennt Filmszenen wie diese. Ich werde jetzt jeden Tag einen weiteren YouTube-Partner entführen. Ruhe jetzt! Falscher Clip. Ich will herausfinden, wie es ist, 24 Stunden als Geisel gefangen zu verbringen. Was stellt das mit meinem Körper an und vor allem mit meiner Psyche, wenn ich plötzlich nicht mehr frei bin? Und kann man sich wirklich einfach so mit einer Nagelfeile befreien, so wie man es aus den Filmen kennt? Dieses Video wird unterstützt von meiner eigenen App Danoscape. Im neuesten Update kam eine neue Landschaft, neue Accessoires, eine Rangliste und sogar eine Echtgeldwährung hinzu für kosmetische Items. Wie zum Beispiel dieses RGB-Laserschwert. Wer Danoscape unterstützen... Wild. Allein schon für das Laserschwert. Gönn. Mach dieses Experiment auf gar keinen Fall nach. Es können wirklich zahlreiche Verletzungen dabei passieren. Gefühllosigkeit, geschädigte Nerven und sogar Lähmung können auftreten durch den starken Druck, der aufgeübt wird. Die Lähmung kann zum Beispiel sogar unangekündigt stattfinden. Deswegen werde ich das Ganze ständig überprüfen lassen. Damit ich nicht entkommen kann, muss der Knoten natürlich halten. Und dafür gibt's echt beängstigend viele verschiedene Optionen. Der Handschellenknoten und der Führerknoten zum Beispiel können sich bei Zug enger zusammenziehen und müssen deswegen echt gut überwacht werden. Um jemanden felsenfest zu fixieren, ist das natürlich super, aber es ist auch richtig schwierig, hinterher das Opfer wieder zu befreien. Zum Fixieren von einzelnen Seilen ist der Schleifenknoten gut, den man von Schuhen kennt, oder auch der Achterknoten, den man häufig beim Klettern verwendet. Und die schnüren sich dann auch nicht zu, wenn man fest dran sieht. Einfach so eine eigene Wissenschaft mit Knoten. Wer hat sich das alles damals ausgedacht? Ja, das ist übrigens der Handstellenknoten, das ist der Führerknoten, das ist der doppelte Deckknoten, das ist der Achter, 9,5 Knoten. Die Leute hatten einfach früher nichts außer Knoten. Die haben ihre Lebenszeit mit Knoten verbracht. Deswegen gibt es so viele Knoten. Hätten die Seile erst später erfunden, gäbe es keine Knoten. Retalk. Das Experiment beginnt. Krass. Als ob. Na, mit Kraft geht da gar nichts. Also ein angenehmes Experiment wird es jetzt nicht, aber das habe ich auch nicht erwartet. Obwohl ich anders als echte Geiseln nicht in Lebensgefahr schwebe, überkommt mich schon beim Zuschnüren ein bedrückendes Gefühl. In den ersten paar Sekunden ist es noch komisch, fast schon lustig. Aber spätestens, als meine Hände an meine Oberschenkel gefesselt werden und mir somit die letzte Chance genommen wird, die Knoten selbst zu lösen, vergeht mir das Lachen. Aber... Also man kann sich echt weniger bewegen, als ich dachte. Ich dachte, es wäre leichter. Oha, eigentlich cool, das auch mal einfach ausprobieren, um auch so ein bisschen sich besser in solche Situationen im Film hineinzufühlen, ne? Weil, jetzt mal Retalk, es gibt natürlich auch ein paar von euch wahrscheinlich Schlingeln, die sich gerne mal ab und zu fesseln lassen. Aber die meisten Zuschauer, würde ich vermuten, haben sich bestimmt noch nie, also waren bestimmt noch nie gefesselt, weil es ist etwas, was nicht so alltäglich ist, ne? Also deswegen schon interessant. Meine Füße sind nun also mit einer Kombination aus Standard- und Achterknoten fixiert. Das ist... bombenfest, jedoch leicht zu öffnen. Aber nur in der Theorie, denn mit den Händen, die an meinen Oberschenkel befestigt sind, damit werde ich auf jeden Fall nicht weit kommen. Ja.
Ich habe wirklich sofort den Willen verloren, mich zu befreien. Die Tatsache, dass... Er hat nicht mehr den Willen, sich zu befreien verloren. Er hat einfach generell jeglichen Lebenswillen verloren. Er möchte einfach nur noch da rumliegen. ...ich gefesselt bin und deswegen jede Bewegung ins Leere führt, als würde ich gegen die Luft schlagen. Nimmt mir jeden Antrieb und versetzt mich in einen extremen, passiven Zustand, wie ich... Ich einfach jeden Tag, wenn ich aufstehen muss... ihn noch nie erlebt habe. Selbst in meinem Video, in dem ich einen Tag lang absolut nichts gemacht habe. In dem ich mit meinem Verstand wirklich in ganz andere Sphären abgedriftet bin. Ja, selbst bei diesem Experiment war mein Geist nicht so abgestumpft wie jetzt gerade. Wenn alles, was man tun könnte, ins Leere geht und keinen Effekt hat, kann man es genauso gut sein lassen. Ich schlafe ein. Was ist das für ein Video? Ich schlafe ein. Aber es ist so eine Meditationsvideo. Ja, fesselt euch jetzt, macht die Augen zu und schlaft. Es macht keinen Sinn, sich zu wehren. Es ist so, als würdet ihr in die Luft schlagen. Resigniert einfach und bleibt liegen. Ihr werdet immer müder. Akzeptiert euer Schicksal. Schlaft jetzt ein. Ihr atmet aus und ihr atmet wieder ein. Ihr seid immer noch gefesselt und könnt nichts machen, also schlaft ihr einfach weiter. Gute Nacht. Boah, meine Schulter. Oh, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange gepennt. Ich würde schätzen, dass es jetzt 12 Uhr ist. Also meine Handgelenke, oh mein Gott. Also, die Haut wird schon gut aufgescheuert. Und dabei sind wir jetzt erst schätzungsweise 2 Stunden drin. Die Spuren an meinen Arm verleihen mir Antrieb. Vielleicht... Die Spuren verleihen mir Antrieb. Hey, ich feiere dieses Video so. Diese Kommentare manchmal. Diese Spuren verleihen mir Antrieb. Ich habe die Epidermis abgerubbelt. Nun fühle ich neue Lebenskraft in meinen Körper spüren. Die Motivation von meiner abgerubbelten Haut verleiht mir die Kraft, weiterzukämpfen. Let's go. Erinnert ihr euch zurück an das Experiment, eine Woche in virtueller Realität leben, in dem mir das Scheuern der VR-Brille auf meiner Haut übel zugesetzt hat. Heute, 3 Monate nach diesem Video, habe ich immer noch Narben an meiner Stirn, die mich... Oha, was? Er hat immer noch Narben an der Stirn? ...wohl für immer zeichnen werden. Wenn eine... Das ist mir gar nicht aufgefallen. ...reiche, möglichst bequeme VR-Brille schon solche Spuren in meinen Körper frisst, was richtet dann ein extrem raues und enges Seil an? In mir kommt immer mehr der Drang auf, mich loszureißen, meine Arme zu strecken, mich bequemer hinzusetzen. Um sich zu befreien, gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Idealerweise hat man eine Rasierklinge dabei, aber wer hat das schon? Bei Panzertape oder Kabelbinden... Mir fällt es nicht so auf, aber wahrscheinlich hat er so kleine Merkmale hinterlassen. Ich habe immer eine Rasierklinge dabei, immer hier in meiner Backentasche. Und sobald ich gefesselt werde, mache ich so... Let's go. Da kann es reichen, die Hände auseinanderzudrücken und sie sich mit voller Gewalt an den eigenen Bauch zu schlagen. Die Vorbereitung macht viel aus. Wenn man es schafft, schon beim Fesseln viel Raum einzunehmen, sich groß zu machen, die Muskeln anzuspannen oder tief einzuatmen, kann man sich hinterher wieder klein machen und hat bessere Chancen. Vielleicht findet man sich letztlich aber auch in meiner Situation wieder und hat nichts davon. Dann ist die Umgebung alles, was wir haben. Dinge, die herumliegen, die Ecke einer Wand, alles kann und muss genutzt werden, um die Fesseln durch Reibung zu lösen. Aber mein Befreiungsversuch findet erst nach 24 Stunden statt. Aufstehversuch 2. Mittlerweile habe ich es geschafft, aufzustehen. Das ist aber sogar noch unbequemer, als am harten Boden zu liegen. Wie gehe ich jetzt aufs Klo? Aber wie kriegt er die Hose runtergezogen, wenn er gefesselt ist? Muss ihm jemand die Hose runterziehen? Hilflosigkeit muss ich auch essen und trinken. Sollte ein Entführer Lösegeld für eine Geisel erhalten oder sie noch länger als Druckmittel benutzen wollen, ist er gut damit beraten, diese am Leben zu erhalten. Das gleiche gilt auch für mich. Ach, so geht man sein Geisel um. Scheiße, ich habe schon 4 umgebracht, versehentlich. Mir tut jetzt schon alles weh. Es ist einfach jede Position die absolute... Ihr wundert euch, wo Evanjo ist? Kein Kommentar. Und wir haben jetzt, glaube ich, erstmal die Hälfte. Das ist jetzt auf jeden Fall übel spät. Und ich werde jetzt mal versuchen, länger zu schlafen. Ich glaube aber, das wird morgen wirklich schlimm. So, wenn du aufwachst, dann hast du erstmal gar keinen Plan, was abgeht. Du weißt ja nicht direkt, okay, ich bin gerade in einem Experiment für YouTube. Ah, okay, verstehe. Und so auf diesen ersten Schockmoment, da habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss vor. Also, da habe ich ehrlich gesagt
wenn ich mich jetzt in so einem Experiment vorstelle, ich habe ja auch schon während Streams und so geschlafen. Ihr kennt euch vielleicht, könnt euch auch an den WoW-Stream erinnern, wo ich hier 2 Wochen geschlafen habe und so. Und wenn ich aufgewacht bin, war mir schon klar, dass ich live bin und dass der Stream läuft und dass ich noch, das vergesse ich persönlich nicht, aber was mir oft passiert ist, ich träume oft, dass ich woanders bin oder ein anderes Leben habe und dann wache ich auf und denke mir mal, oh, zum Glück, es war nur ein Traum. Oh, um Gottes Willen, das habe ich richtig oft. Also so mäßig habe ich eine andere Entscheidung in meinem Leben getroffen und bin irgendwo anders, bei irgendwelchen anderen Menschen. Und dann denke ich mir so, oh, scheiße. Dann wache ich auf und denke so, oh, zum Glück nicht. Zum Glück bin ich hier. Tschüss. Aufwachen aber sollte noch mein geringstes Problem werden. Aufwachen tue ich nämlich über 15 Mal in der Nacht, die mir mehr Druckstellen, Reibung und Rückenschmerzen bringt, als es das Häufchen Erholung jemals wert sein könnte. Dieses Filmmaterial ist übrigens um 110.000% vorgespult. Es fühlt sich an, als würde niemals Tag werden. Ich werde früh wach und habe noch viel Zeit, mir düstere Gedanken. Ah, da hat man aber gerade gesehen, dass das da, wo er seine Hand drüber hält, dass da ganz locker das sei. Das hätte er auch einfach rausschlüpfen können, ne? Machen. Zum Beispiel. Oder? Also jetzt sag mal nicht, dass man da nicht einfach rausschlüpfen könnte. Mir düstere Gedanken zu machen. Zum Beispiel. Guck mal, da passt auch noch ein zweiter Arm von ihm rein. Düstere Gedanken zu machen. Zum Beispiel. Also ich sage so. Das hat sich entweder beim Schlafen extrem gelockert, aber ist ja nicht schlimm, passiert ja, und es wird jetzt wieder fester gezogen. Oder da war jemand ganz gnädig und hat ihn beim Schlafen, damit er nicht sich zu sehr die Hände aufreibt, das Design ein bisschen lockerer gemacht. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil es geht ja in erster Linie darum, wie das Gefühl ist, gefesselt zu sein und nicht wirklich was machen zu können. Aber ich würde sagen, das ist jetzt auch nicht so festgeschnürt. Ich habe hier genau aufgepasst, Tomary. Ne? Also hier, mit solchen Mitteln kommst du nicht davon. Ich komme bald frei, aber ich kann mir kaum ausmalen, wie es ist, keine Hoffnung zu haben, weil niemand das Lösegeld bezahlt oder der Entführer nicht handelt. Weltweit gehen etwa 650.000 Menschen jedes Jahr verloren. Nur etwa bei 10% ist der Grund eine Entführung. Und von diesen 10% sind wiederum die meisten mit familiären Hintergrund. Etwa weil sich ein geschiedenes Elternteil nicht an das Sorgerecht halten kann. Dennoch gehen tatsächlich 3.000 bis 15.000 Entführungen auf Terroristen zurück. Bis zu 10% aller Entführten schaffen es nicht zurück. Oha, krass. Ey, worauf habe ich mir wieder eingelassen? Das ist auch ganz schlimm. Wenn so ein Kind weg ist, hatten wir ja letztens bei Leroy mal das Glück, wo das Kind wiedergefunden. Manche von euch erinnern sich da. Da hat Leroy ja so einen Aufruf gemacht, da ist ein Junge verloren gegangen und da hat die Mutter sich auch in einem Video gemeldet und hat auch gesagt, bitte melde dich und so. Und der Junge hat sich dann gemeldet, ist ja wieder zurück nach Hause gekommen, war es schlimm. Wenn so ein Kind verloren geht oder generell irgendjemand entführt wird und man weiß nicht, wo die Person ist, ob die noch lebt, ob es der gut geht, Horror. Das Ding ist jetzt zu Ende. Das Problem ist, ich muss mich selber befreien. Und ich hatte die verrückte Idee, es in ein Glas zu machen. Oh. Der Metallstrahlen wirkt zwar vielversprechend, aber der hat halt keine scharfen Kanten, ist nur aus Metall. Aber dieses Glas hier ist oben ein bisschen rau und hat hier sogar so eine ganz kleine Kerbe drin. Da tut sich wirklich was. Ach Gott, ich will hier einfach nur raus. Wäre es nicht noch effektiver gewesen, das Glas zu zerbrechen auf dem Boden und dann eine richtige scharfe Scherbe zu nehmen? Ich bin gleich durch. Ah, doch, also muss man schon sagen, es sah eben etwas lockerer aus, aber guck mal, also die Abdrücke sind auf jeden Fall schon am Start, ne? Also vielleicht sah es auch nur so aus, aber die Abdrücke hier an der Hand, also er hat auf jeden Fall schon, er wurde auch nicht sanft an manchen, also er wurde auf jeden Fall, wenn er zwischendurch mehrmals gefesselt wurde, zum vielleicht aufs Klo zu gehen oder so, er wurde auf jeden Fall auch hier nicht sanft gefesselt, weil er hat schon Abdrücke auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt hier nur mit einem Glas befreit, das hier oben hier so ein bisschen rau ist. Ich denke also, dass der Mythos, sich mehr mit einem Nagelfeil zu befreien, schon wahr sein könnte, wenn man seine Finger frei genug bewegen kann. Ja, das geht sogar sehr, sehr gut. Yes! Ja! Okay, jetzt bin ich mal auf sein Fazit gespannt, was er jetzt gefühlt hat.
Wie lange war er gefesselt? Oh, warum hat man nicht gesehen, wie er in den Eimer reinscheißt? Das sind die Bilder, die ich sehen möchte. Ich möchte sehen, wie du in einen Eimer reinscheißt, Will. Komm, wenn du das nächste Mal Urlaub auf Madeira machst, bitte scheiß wenigstens für mich privat in einen Eimer. Du weißt, als du diesen Eimer hier gezeigt hast, du hast Hoffnung geweckt. Du hast Hoffnung geweckt und die Hoffnung hast du wieder zerstört. Darauf erstmal mit dem Leihcabrio in die Natur fahren. Weird Flex. Was ist denn da los auf einmal? Macht dieses Experiment nicht nach. Die wichtigste Komponente hatte ich natürlich nicht dabei, die Lebensangst. Trotzdem hat es mich geistig total fertig gemacht und mein ganzer Körper tut weh. Meine Hüftknochen sind komplett blau. Von meinem Rücken und meinen Schultern will ich gar nicht erst anfangen und meine Handgelenke, die habt ihr ja gesehen. Das Experiment werde ich wohl... Ja, ganz schön gerötet. ...wohl so schnell nicht mehr vergessen. Und abgescheuert. Wusstet ihr übrigens, dass Staaten eine ganz eigene Art und Weise haben, mit Erpressern umzugehen? In Deutschland gibt es da zum Beispiel den Grundsatz, der Staat ist nicht erpressbar oder mit Terroristen wird nicht verhandelt. Und auch wenn es eine echt gruselige Vorstellung ist, im Ausland als Geisel genommen zu werden und dann zu hören, dass die Regierung nicht bereit ist, ein relativ kleines Lösegeld für dein Leben zu zahlen. Aber in Wahrheit ist das wirklich die beste Herangehensweise, weil alles andere würde den Bürgern ein Preisschild an den Kopf kleben, weil jeder Erpresser weiß, okay, wenn ich jetzt einen Deutschen entführe, kann ich damit rechnen, dass der Staat ordentlich Lösegeld zahlt. Ja, eigentlich finde ich das auch gut. Also... Ich muss auch sagen, zu sagen, ja, der Staat ist nicht erpressbar und es gibt kein Lösegeld, finde ich eigentlich auch eine bessere Herangehensweise, weil du damit sozusagen schon von vornherein die Leute, die auf Geld aus sind, so ein bisschen abschreckst, so, weil die denken, ja, nee, lieber jemand aus Dubai entführen, in Deutschland, die Almans, die sind nichts, die sind nicht, kein, die wollen kein Lösegeld zahlen, die Assis. Aber, ja, schwierig, aber ich denke, das ist auch eine ganz gute Lösung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Video irgendwie... mich hat das Video irgendwie verwirrt. Es war so komisch, auch diese Musik dazu. Das war echt wie so eine Mischung aus einem Selbstexperiment. Das war es ja eigentlich, ne? Selbstexperiment. Aber es war nicht nur ein Selbstexperiment, das war noch zusätzlich irgendwie so ein Entspannungsvideo, so gemeinsam einschlafen, dann irgendwie, wie befreie ich mich mit einer Nagelfeile und einem Ikea-Glas und dann diese Musik. Also, und dann, ja, erstmal mit dem Leihcabrio in die Natur. Hä? Also ganz, ganz weirde Geschichte, muss ich sagen. Ganz weirde Geschichte. Aber es hat mir gefallen. Also, to Mary, ich weiß nicht, was du da für ein Video aufgenommen hast. Ich weiß nicht, was du dabei gedacht hast. Was ich gerne wissen würde, to Mary, ob das Video so geworden ist, wie du es am Anfang vorgestellt hast. Oder hattest du eine andere Vorstellung im Kopf und am Ende hast du gemerkt, okay, das Video ist anders geworden, als du gedacht hast. Und ja, ist auch gut so. Aber ich frage mich, wie du dir das Video vorgestellt hast. Also, es war seltsam. Es war seltsam. Es war wie so ein Entführer-ASMR. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.